Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu ArcAge. Beim letzten Mal sind wir hier, glaube ich, in dem Lager angekommen, in dem wir uns gerade befinden. Und haben außerdem auch herausgefunden, dass der Sohn nicht ganz unschuldig an der ganzen Geschichte war. Ja, ja, ich denke, das war's soweit. Wir machen heute ganz strenge 20 Minuten, muss ich euch sagen. Aber ich danke immer, ich sage immer, lieber 20 Minuten als 0 Minuten. Ja, ich würde jetzt gar nicht lange um den heißen Brei reden. Wir nehmen mal die Quests hier an, die hier noch offen sind. Ich habe alles von dem Vierer namens Dargal erfahren, dass du die Wildererbande aufgehalten und eine wichtige Rolle bei der Beilegung des Streits zwischen den Clans gespielt hast. Er sagt, dass Hassler hinter den Knochenhortern steht. Das liegt gleich hinter Perinor. Wenn du nach Perinor gehst, solltest du unbedingt Black treffen. Er kennt mich und wird dir auf deiner Reise helfen. Er kennt diese Ruinen sehr, sehr gut. Ja, von Perinor haben wir schon gehört. Dort geht unsere Hauptquestreihe weiter. Würdest du ein Experiment für mich durchführen? Nimm diese Briesenflöte und geh in den Hügel hinauf. Dort steht ein alter Windstein. Spiele da einfach ein wenig auf dem Instrument. Angeblich beschwört man so ein Windelementar, das einem die Geschichte des Havanna erzählt. Aber das Elementar erscheint für mich einfach nicht. Solltest du mehr Erfolg haben, erzähl mir doch bitte, was er gesagt hat. Das könnte interessant werden. Das könnte interessant werden. Dann machen wir das mal. Es ist auch nicht allzu weit weg. Heute ist so ein typischer anstrengender Sonntag, muss ich euch sagen. Ich weiß auch nicht. Also das ist einfach alles, was ich heute vorhab und mir vorgenommen habe, ist heute extrem anstrengend durchzuführen. Aber ich denke, so einen Tag hat jeder mal, ne? Gestern war eigentlich ganz schön, nichts machen zu müssen. Freitag war sehr stressig. Das ist auch klar. Schlangengolem. Nee, warte mal, ich muss hier den Hügel rauf, ne? Denke ich. Ja, das sieht gut aus. Altar der Windsteine. Dann gucken wir mal, was passiert. Hast du schon einmal vom Temi-Reich gehört? Die Stammesmitglieder. Oh Gott, ich muss. Kann ich das irgendwo nachlesen? Das geht doch viel zu schnell. Wieso kann ich denn das nicht nachlesen? Ihr könnt da vielleicht auf Pause drücken, aber der erzählt dann viel zu schnell. Aber er ist in uns erschienen. Also ihr müsst dann auf Pause drücken. Das tut mir leid. So schnell konnte ich das einfach nicht vorlesen. Das war zu schnell. Mal eine andere Sache. Ich will mal kurz mal auf unser Sound-Einstellung gehen. Toneinstellungen. Ich habe halt den Eindruck, das ist viel zu leise. Nicht so auf meine Leiste hier gucke. Ich glaube fast, das ist besser. Ihr könnt mir jetzt mal bitte sagen, ob das ein bisschen angenehmer ist. Ich habe halt den Eindruck, dass man das vorher gar nicht gehört hat. Jetzt hört man ein bisschen Hintergrundmusik, würde ich sagen. Die Soundeinstellung werde ich trotzdem so lassen, weil die Kampfsounds mag ich halt nicht so. Es ist tatsächlich ein Elementar erschienen und hat dir von dem Temi-Reich erzählt. Ich frage mich, ob die Knochenhorter wohl hier sind, um die letzten Spuren, die noch von der Geschichte des Reiches zeugen, für immer auszulöschen. Es wirkt so abwegig, dass sie nur aufgekreuzt sein sollen, um Streit zwischen den Stämmen anzuzetteln. Ja. So, wir haben einen neuen Skillpunkt, den wir vergeben können. Das heißt. Zauberei ist ja eigentlich unser Hauptattrittingsbums. Das heißt, wir werden hier auch unsere Skillpunkte verbrauchen. Aber ich glaube, hier hatte ich ja schon alle verbraten, ne? Das heißt, wir müssen hier noch warten, bis wir Level 30 der Zauberei erreichen. Das ist natürlich doof. Sprich, wir müssten hier erstmal weitermachen.
Also das könnten wir doch lernen, Schattenschritt. Nee, Schattenschritt haben wir doch schon. Oder? Nee, den haben wir nicht. Den lernen wir einfach mal, aber ich werde ihn nicht benutzen. Damit haben wir jetzt passiven Skill brennendes Mal freigeschaltet. Verringert die Cooldown von Okkultismus, hält 6 Sekunden an, kann bis zu 15 Mal kumuliert werden, löst bei maximaler Kumulation Aura des Todesmards aus. Gewehr. Ja, okay. Okay, ja. Wir nehmen wahrscheinlich, also wir nutzen Okkultismus ja eigentlich eher nicht so aktiv. Gut, dann bedeutet das, meine Lieben, dass wir heute in die Ruinen von Perinor, ich glaube, es wird richtig ausgesprochen, reisen, wenn uns nicht noch eine Quest auf dem Weg erspäht. Das passt ja ganz gut, weil ich ja auch ein kleines Themachen habe heute, worüber wir reden können. Und zwar hat mich der Wächshahn bei einem höchst interessanten Beitrag markiert. Ich habe das nämlich überhaupt nicht mitbekommen. Und ich bin ja auch immer wieder mal auf Buffett unterwegs, aber guck halt immer nur wegen WoW, ne? Bin ich auch ganz ehrlich. ArcheAge, beziehungsweise die Macher von momentan, die Macher sind es ja nicht, die momentanen Entwickler von ArcheAge, nenne ich sie mal, haben zum 30. September ein Remake ArcheAge rausge- oder bringen ein Remake raus. Und zwar eins ohne das Abo-Modell. Jetzt ist die Frage, beziehungsweise die Frage ist gar nicht so unberechtigt, lohnt sich das Ganze? Was mich etwas irritiert, verwesene Leiche. Oha. Hier habe ich keine Quests gehabt, ne? Wir sind jetzt schon im Perinor. Das wird ein unangenehmes Gebiet, glaube ich. Die Musik ist auch ganz anders. Bote der stillen Jade. Oha. Ich werde gleich weitererzählen, ja? Das ist übel. Ich muss diesen Brief abliefern, aber auf der anderen Seite sind so viele unheimliche Krabbelmonster. Hey, willst du wirklich dadurch? Und du hast keine Angst? Könntest du dann das hier bei Kräuterkundler June abliefern? Er wartet im ersten Lager darauf. Das ist doch noch ein Kind. Ein kleines Kind soll hier etwas abliefern? Zwischen den Leichen? Oh Gott. Ist ja auch schön, dass wir jetzt von verwesenen Leichen irgendwas looten. Ich weiß ja nicht, das ist hier übel, ne? Altes Brett. Okay. Ja, die Musik ist sehr, sehr dramatisch gehalten. Perignon scheint auch ein dschungelartiges Gebiet zu sein. Jetzt ist die Frage, lohnt sich das neue Addon? Das neue Addon, ich bin bescheuert. Das neue ArcheAge ohne Abo-Modell oder wird das eigentlich nur ein ArcheAge 2.0? Sie haben angekündigt, dass es auf jeden Fall eins werden wird, wo es nur kosmetische Gegenstände gibt. Und jetzt, Leute, gucke ich jetzt mal spaßeshalber in den Shop, wenn ich ihn dann finde. Weil ich habe mich mit dem Shop noch nie intensiv, ich finde ihn nicht, auseinandergesetzt. Wo ist denn der Shop? War der hier unten nicht irgendwo? Marktplatz. Der Marktplatz? War das der Marktplatz? Nee. Doch scheinbar schon, wa? Also ich denke mal, die Spieler unter euch, die den Marktplatz regelmäßig verwenden, die werden mir sagen können, dass es hier bestimmt Sachen gibt, die einen Vorteil gegenüber Spielern machen, die den nicht nutzen. Und das neue ArcheAge basiert halt darauf, dass es dort nur kosmetische Gegenstände geben wird und nichts, was jetzt den Spieler irgendeiner Form, wie sagt man, ach, wie soll ich es denn jetzt nennen, Leute? Ich weiß auch nicht. Es gibt keine Vorteile durch diesen Kauf in dem Shop. Was natürlich interessant ist, das Abo-Modell fällt damit auch weg in dem alten, in dem neuen ArcheAge. Und damit fällt auch weg diese erhöhte Arbeitsregenerationsrate. Da bin ich gespannt, wie sie es handhaben werden.
Ich habe mich dazu entschieden, das logischer, weil, ja, logisch ist das nicht, aber ich habe mich dazu entschieden, das nicht zu kaufen, weil wir auf diesem Account hier oder auf diesem Arcade-Stand schon Level 43 sind. Ich habe mal wieder vergessen, wie das Max-Level ist. Das können wir bitte mal jemand in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 70 oder 60. Ich weiß es nicht mehr gerade. Und wir machen auf jeden Fall einen, naja, Schlussstrich will ich es jetzt nicht nennen, aber doch. Das Projekt wird nur bis zum Max-Level gehen und nicht die, wie nennen sich die dann? Die Level, die danach kommen. Ich habe den Namen vergessen, da gibt es auch einen Begriff für. Also wir werden wirklich nur bis zum offiziellen Max-Level leveln und dann werde ich sehen. Ich werde dann nicht das ArcheAge 2.0 anfangen, weil ich glaube, dass es das Gleiche ist, inhaltlich. Ich glaube nicht, dass sie die Geschichte neu geschrieben haben. Es ist einfach nur, dass man dafür kein Abo-Modell braucht. Ich finde es grundlegend gut, aber dann wird auch irgendwann das ArcheAge hier aussterben, glaube ich. Meiner Meinung nach. Die ganzen Leute werden doch von diesem ArcheAge auf das kostenlose rübergehen. Nach und nach. Könnte ich mir vorstellen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommis schreiben, ob für euch das neue ArcheAge interessant ist, ob ihr drüber nachdenkt, da anzufangen. Ich werde euch den Link, wenn ich an dieser Stelle dran denke, bitte, bitte denke dran, werde ich euch den Link vom Beitrag in die Kommentare, in die Beschreibung, so rum, in die Beschreibung packen. Und dann könnt ihr euch das selber mal anschauen. Der Vorbesteller, das kann ich auch nur so sagen an der Stelle, man kann es jetzt schon vorbestellen und kriegt dadurch wohl schon die Namensregistrierung, also den Bonus dafür, sage ich mal. Kostet 26 Euro. Oh, du kannst aber auch bis zu 70 Euro ausgeben und dann kriegst du, wie überraschend, natürlich mehr Inhalte. Ah, der Brief von Bin. Da er ihn von einem Boten überbringen lässt, hat er wohl immer noch zu viel Angst vor den Wäldern. Danke, ich werde mich darum kümmern, sobald ich hier fertig bin. Okay. Sei gegrüßt. Ich sehe, du hast eine Empfehlung der alten Alterstumsforscher. Was bringt dich ins alte Perinor? Wie du siehst, gibt es hier nicht viel außer Ruinen. In der Vergangenheit haben in diesem Land viele ihr Leben verloren. In den Legenden heißt es, sie würden in den Blumen wiedergeboren werden, die in den Ruinen wachsen. Wenn du auf Tränen des Todes stößt, kannst du mir dann ein paar dieser Pflanzen bringen. Ich belohne dich auch dafür. Okay, der Kräuterkunde hat auch eine Quest für uns, beziehungsweise eine Abgabe. Du bist wegen Kindern hier, nicht wahr? Ich wusste ja, dass das passieren würde. Ich weiß schon gar nicht mehr, weswegen wir hier sind. Aber du verstehst die Situation ja nicht. Ich hatte doch keine Wahl. Die Chimäre hat meine Familie in der Gewalt. Sie zwingt mich, die Akte zu vollführen. Bitte, du weißt ja nicht, wie schwer das alles ist. Jedes Mal, wenn sie einen neuen Schwung Kinder zu mir bringen, vergiften sie meine Frau und meinen Bruder. Und wenn ich ihren kranken Anweisungen nicht Folge leiste, dann geben sie mir das Gegengift nicht. Ach du Scheiße, ja, das ist natürlich echt übel. Das Gift ist als Skorpionstränen bekannt. Es ist sehr selten und tödlich, wenn es nicht rechtzeitig behandelt wird. Selbst wenn ich meine Familie vor den Wachen der Chimäre in Sicherheit bringen könnte, würden wir es ohne das Gegengift nicht weit schaffen. Aber du gehörst doch nicht zur Chimäre, oder? Du könntest sie besiegen. Kannst du den Agenten der Chimäre töten, der uns beobachtet, und eine Fiole mit Gegengift beschaffen? Wenn du mir und meiner Familie bei der Flucht hilfst, dann schwöre ich, dass ich dir alle Informationen preisgebe, die du haben willst. Ja, das ist immer die Sache, ne? Also, das war übrigens die Hauptquest, meine Lieben. Das ist eine wirklich dramatische Geschichte. Und wir haben hier übrigens neue Reittiere. Also, die können wir hier, glaube ich, nicht kaufen. Die gibt es woanders zu kaufen, aber das sind auch Startreittiere. Jetzt fragt mich nicht nach welcher Klasse. Die Yaks haben wir ja schon gesehen und jetzt sind das hier die kleinen Hamsterkugeln oder was auch immer. Ich finde die ein bisschen unheimlich mit ihren Augen leuchten, aber okay. Wir bleiben lieber bei unseren hübschen Reittieren, nicht wahr? So, wir können ja mal gucken. Wir sind jetzt gerade beim Lagerverwalter. Unser Inventar ist nämlich, wow, immer noch sehr voll.
Ja, vielleicht sollte ich mal verkaufen, ne? Oder ich lasse es, weil ich Angst habe, dass ich das Falsche verkaufe. Eieieiei. Ich sollte mich da mal ransetzen. Haben wir hier überhaupt einen Händler? Ja, haben wir. Dann kann das zumindest mal weg. Das haben wir ja vorhin aus Versehen gesammelt. Ach Leute, ich kann euch sagen, mir ist warm. Ich bin echt froh, wenn es nächste Woche kälter wird. Ich denke, wir werden das Zeug noch ein bisschen rumschleppen. Ich weiß nämlich gerade nicht, welches davon weg kann und welches nicht. Also machen wir an dieser Stelle erstmal weiter. Wobei, wir können eigentlich die Tränen des Toten erstmal sammeln. Damit können wir eigentlich, glaube ich. Ich hatte ja mal mir vorgenommen, dass wir immer nur eine Quest zur Zeit machen, um nicht durcheinander zu geraten. So, und irgendwo hier soll der Bote sein, ja? Das könnte er sein, ein Austanhänger. Der hat ganz schön was drauf. Aber er ist nicht gut genug. Sehr gut. Ja, Verteidiger von Windschliff. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Die werden wir jetzt mal abbrechen. Höllensumpf, waren wir da nicht auch schon? Wann waren wir denn im Höllensumpf? Jetzt muss ich mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr, wann der Höllensumpf aktiv war oder wann wir dort waren. Kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Hier, Höllensumpf. Das ist ja schon ewig her. Die können wir auf jeden Fall abbrechen. Da werden wir in nächster Zeit nicht hin zurückgehen. So. Das Gegengift, ich danke dir. Meine Familie und ich werden das nie vergessen. Man hat die letzte Gruppe Kinder nach Hasla gebracht. Hier, bring diesen Brief zu meinem Freund Nachen, der in der Stadt Veroe weilt. Er hat Kontakte in ganz Hasla und weiß bestimmt, ob die Chimäre dort Fuß gefasst haben. Ich muss meine Familie versammeln und sie von hier fortbringen, bevor die nächste Patrouille der Chimäre hier ist. Ich danke dir, mein Freund, und ich bete, dass du den Jungen, nach dem du suchst, finden wirst. Ja, das hoffe ich doch. So, jetzt gucken wir mal, wo die Quest sich weiter fortsetzt. Hassler ist jetzt schon wieder das nächste Gebiet. Okay, also das ist wieder eine ganze Weile hin, bis wir dorthin kommen. Das heißt, wir können sie erstmal ausblenden. Ich bin hierher gereist, um Kräuter zu finden, die nicht in den Ländern von Südishwara gedeihen. Und jetzt ist mir die Lust auf Suchen vergangen, weil mir jedes Mal ein tödlicher Blutbohrer in die Quere kommt. Es ist zum Heulen. Wärst du bereit, sie für mich zu verjagen? Im Süden scheinen nämlich nicht nur die Pflanzen anders zu sein, auch unsere Insekten sind deutlich kleiner. Ja, das glaube ich gern. Das machen wir noch in dieser Folge. Dazu müssen wir 5 von den Blutbohrern machen.
bin ich nur etwas irritiert. Sind das nicht die? Nee, das sind andere Mobs. Ich habe zwar gesagt, exakt 20 Minuten, aber ich möchte die Quest natürlich auch noch abschließen. Ach je, die sind ja hier in Gruppen unterwegs. Das ist natürlich uncool. Ich und Gruppen, ihr wisst ja, was das heißt. Das war jetzt wieder ziemlich dämlich. Das könnte unser Tod bedeuten. Ja, das wird unser Tod. Da habe ich mich jetzt dumm angestellt. Wieder mal nicht richtig die Skills benutzt. Ich sage ja, das ist... Oh, ich hasse AOE. Ich hasse AOE, sorry, aber... Ich kann AOE spielen nicht. Aber ich muss es auch richtig machen. Ich habe hier völlig einen Mist gemacht. Ich wollte eigentlich den Friedhof benutzen, damit die Feinde jetzt erstmal Schaden kriegen und in ein Gefängnis gefangen werden, damit ich meinen in Ruhe angreifen kann. Und habe was völlig anderes gemacht. Habe mich teleportiert nach vorne. Ja, dämlich. Total dämlich. Na gut, dann machen wir doch beim nächsten Mal, weil es jetzt doch zu lange werden würde, machen wir beim nächsten Mal die Blutbohrer. Ich wünsche euch an dieser Stelle, wenn ich das dann richtig abreden kann, so. Ich wünsche euch an dieser Stelle ein wunderschönes restliches Wochenende, wollte ich gerade schon sagen. Eine wunderschöne Restwoche. Und dann ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns dann nächste Woche wahrscheinlich. Ich bin mir noch nicht sicher, eventuell kommt es eine Pausenwoche zustande. Kann ich noch nicht sagen. Wahrscheinlich nächste Woche zu Arcage wieder. Aber falls keine Folge kommt, werde ich das mitteilen. Also, macht's gut!